In diesem Video zeigen wir dir, wie du Filter und Übergänge in dein Projekt einfügen kannst. Um das Video noch ein bisschen zu verschönern, können wir verschiedene Filter und Übergänge einfügen. Dazu wählst du zunächst die Audio- oder Videospur aus, auf die du einen Filter legen möchtest. Dann klickst du hier oben auf den Button Filter und hier auf das Plus. Hier werden dir dann verschiedene Filter sowohl für Audio- als auch für Videospuren angezeigt. Zum Beispiel können wir den Filter Helligkeit verwenden und hier mit dem Pegel die Helligkeit des Videos anpassen. Durch das Minus können wir den Filter wieder entfernen. Wie wir dir zuvor schon gezeigt haben, findest du hier auch verschiedene Optionen, um schöne Übergänge zu gestalten.